Seid gegrüßt, meine lieben Gude aus Frankfurt am Main. Ich bin hier im Ostend und zwar an einem meiner Lieblingsorte im Leuchtendroter. Hier wird heute ein bisschen gekocht und zwar ist das Thema Kürbis. Also bleibt dran, lehnt euch zurück, macht euch einen Schoppen auf und bis gleich. So, Thema Kürbis. Seid ihr ja schon im Bilde für heute. Wonderful. Und zwar haben wir zum einen ein Gewürzbrot mit Kürbiscreme, ein bisschen rote Beeteschinken, eine Margarine auf Kernölbasis mit Dörflaume und gerösteten Kernen obendrauf. Und dann habt ihr ein paar schöne Gnocchi aus Kernmehl in dem Fall, schöne grüne, mit ein bisschen geschmortem Kürbis, Kohlsprossen und Kakis noch dazu. Yes, baby. Lasst euch schmecken. Vielen Dank. Ja, wir sind mal wieder am Leuchtendroter. Servus, Lukas. Servus. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ihr seid ja immer mein erster Ansprechpartner, wenn es um vegetarische oder vegane Küche geht. Abgesehen davon weiß ich, ihr habt mega Weine auf der Karte. Dementsprechend spannend sind die Pairings. Jetzt haben wir... Dobby! Jetzt haben wir zwei Sachen aus eurem aktuellen Menü. Mhm. Und da will ich mit dir gerne zwei Weine probieren aus unserem Sortiment. Das eine wird es demnächst auch bei euch geben, habe ich so durchgehört. In der Tat. Was mich freut. Ich würde gerne loslegen mit Weinmanufaktur 3 Zeilen. Christian Ehrlich, Rödelsee, Franken, wie ihr seht, trübe Brühe. Wir haben hier Silvana. Onkel Heiner Seine heißt das Kind. Finde ich einen super spannenden Wein. Macht eh... Auf dieser kleinen Fläche, die er hat, extrem spannungsvolle Weine, blitzsauber, natürlich, wie man sieht, blitzsauber in Anführungszeichen, unfiltriert. Die Weine immer spontan vergoren, großes Holz, teilweise auch in kleinen Holzfässern ausgebaut. Boah, wie findest du das? Ja, schon geil. Anders kann man es nicht sagen. Ja, das ist mega, ne? Also es hat, klar, Silvaner ist ja oft so die Rebsorte, die ein bisschen weniger fruchtexpressiv ist, bisschen mehr diese grünen Aromen hat, aber ich finde das hier trotzdem, das hat sowas, ja, was eigentlich antörnt. Es schimmert so ein bisschen Steinobst auch durch, finde ich, ja. Ist im Gegensatz zu vielen anderen Silvanern, die man erkennt, auch wirklich fett. Ne? Also du setzt die Nase ran und du merkst ja, sofort, da ist richtig Power Wein, ja? Dahinter. Ne? Ich dachte, wir probieren euer Gewürzbrot dazu. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wie sagt man, das Brot soll zu brechen und jetzt wird einfach gedippt? Jetzt wird einfach gedippt. Wundervoll. Das liebe auch ich nicht, ja. Auch nicht sparen, gell? Dafür ist mir bekannt, dass man da nicht sparen soll. Okay. Hm. Ja, Gewürz ohne Ende. Hat so einen Hauch Weihnachten schon. So eine leichte Süße auch drin. So dieser bengalische Pfeffer. Das ist, wow, sehr, sehr gut. Und durch die Dörpflaume, diese Süße, kommt jetzt gleich hier. Mhm. Finde ich, hat man einen ganz fantastischen Gegenpol. Ich bin ja kein Freund davon, wenn man immer beim Wein- und Food-Pairing, dass das rund sein muss, dass das immer, du hast eine süße Speise, du hast einen süßen Wein und so weiter. Ne? Du hast in der klassischen Küche so das, was sich überall durchzieht. Zu rotem Fleisch musst du einen roten Wein trinken. Ist ja alles Bullshit. Ja, Schnee von gestern. Da sind wir schon lange, lange weiter. Ich finde, Kontraste sind ganz, ganz spannend. Kontraste sind super. Und in dem Fall gleicht es das auch aus, weil du darfst ja nicht vergessen, das ist kein Dessert. Wenn ich jetzt einen süßen Wein dazu trinken würde, dann müsste ich das Gericht ja relativ weit ans Ende vom Abend setzen. Aber damit fange ich den Abend ja an. Ja, und mit was fange ich den Abend in der Regel auch an? Mit einem Champagner, mit einem Cremant, mit einem Sekt. Mhm. Der ist ja auch eher trocken. Ja, ja. Der ist auch eher herb. Da spielt die Frucht jetzt auch in erster Linie keine Rolle. Ja. Und genauso ist es mit dem Silvaner auch. Was mir gut gefällt, ne, du hast so eine leichte Süße, die vom Brot kommt. Der Silvaner hat so diese Cremigkeit. Ja. Dann natürlich auch ein gewisses Mundfeeling. Einfach weil er unfiltriert ist. Ja. Der Wein ist trotzdem knochentrocken. Du hast so ein bisschen diese würzige Holzaromatik, die hinten drum gepackt ist. Super balancierter Wein übrigens. Ja, macht mir mega Spaß, das zu trinken. Passt super, finde ich.
Schau dir an, was wir jetzt essen. Ja, also wir haben Hefe hier drin, wir haben Brot vor uns. Im Endeffekt muss das passen. Ja, also warum sollte das, warum sollte das nicht schmecken? Finde ich auch. Der Wein macht da super mit und ergänzt dieses Gericht eigentlich. Ja. Ja, da würde ich jetzt tatsächlich gar nichts anderes zu trinken wollen. Schau nicht. Cheers. Kommen wir mal zum zweiten Teil. Gerne. Rosenkohl, Gnocchi, Kakis haben wir. Spannende Kombi auf jeden Fall. Ich habe auch einen spannenden Wein dazu mitgebracht. Ein Wein, der mich echt schon eine Zeit lang begleitet, den ich vom ersten Jahrgang an gerne verkauft habe, noch lieber getrunken habe. Wir sprechen von der Domaine de l'Horizon. Wir sind in Cals. Das ist in den Côtes Catalanes, also sprich im Roussillon. Genau. Fast schon Spanien eigentlich. Eigentlich fast Spanien, entspricht dort auch Katalanen in der Regel. Ja. Wir befinden uns in den Pyrenäen, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Der Joachim Christ hat sich da zusammengetan mit Thomas Teibert. Ich meine 2006, 2007, wenn ich mich nicht irre, war 2007 oder 2008 der erste Jahrgang, den ich probiert habe. Ich bin da von Anfang an relativ nah dran. Und einer der Weine, die mich immer total fasziniert haben, war der Patriot. Warum Patriot? Also da gibt es eine Verbindung zum Riesling. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen. Bitte. Ja, jetzt hast du es gerade schon verraten. Ich wollte gerade fragen, ob das was mit der Mosel zu tun hat. Hat was mit der Mosel zu tun. Du hast den Wein ja vorhin mit mir probiert. Wir hatten eigentlich beide, ich kannte den Wein ja, aber du bist auch gleich auf das erste gekommen, der Wein ist nicht ganz trocken. Ja. Ne? Durch diese Mineralität auch und die Salzigkeit und auch durch den Ausbau natürlich. Ja, das ist ein bisschen Holz, lang auch der Hefe. Hast du eigentlich das Mundgefühl von einem trockenen Wein. Aber es ist eine Hommage an Kabinettstile. Also wenig Alkohol, Fruchtsüße, aber die unheimlich trinkig sind. Er hat überhaupt nicht dieses, dieses Pappige, was man relativ häufig von leicht restsüßen Weinen kennt. Ja. Sondern er hat immer noch ein kühles Mundgefühl in irgendeiner Form. Ne? Das ist wunderschön, obwohl wir hier völlig andere Rebsorten haben. Ne? Das ist so weit weg von Riesling eigentlich. Wir haben Macabeu. Oder wie die Spanier sagen, Macabeo. Das ist eine der Hauptrebsorten, zum Beispiel eine Produktion von Cava. Und dann haben wir Muscat Petit Grain. Ja, also diese kleinbärigen Muskat. Dementsprechend aromatisch ist das. Boah, ich könnte mich reinsetzen, ne? Jetzt lass uns mal gucken, wie das hierzu passt. Rosenkohl. So lecker. Das kommt dem Paradies relativ nah. Aber erstmal finde ich die Gnocchi von der Konsistenz perfekt. Die sind wie ein Wölkchen. Ich finde die Kombi Rosenkohl rennt bei mir eh offene Türen ein. Und ich finde diese leichte Bitternis funktioniert perfekt mit der Süße im Wein. Die Kaki hat so eine feine Säure. Da sind wir ja auch mit der Bitternis und dem Wein wieder da, was wir auch vorher hatten. Ne? Wir haben wieder eher einen Gegenpol, als dass wir jetzt was haben, was so brutal dazu passt. Klar hast du eine Süße vom Kürbis, du hast eine Süße von der Kaki. Aber im Vordergrund steht ja eher schon die Bitternis von den Gnocchi, sage ich mal, die Bitternis vom Rosenkohl und dann der Wein dazu. Ne? Mhm. Erzähl ruhig. Dass du mehr essen kannst. Ja, Mann. Ja. Ich glaube, so viel müssen wir dazu gar nicht mehr sagen. Ich lege euch ans Herz, kommt mal her zum Essen, wenn ihr in der Nähe seid. Es macht unheimlich Laune. Auch für die, die sonst keine vegane Küche mögen. Ich habe hier schon einige überzeugen können, weil du hast nie das Gefühl, dass was fehlt. Und das finde ich spannend. Und das ist für mich die Kunst beim Handwerk. Meine Lieben, wenn euch die Weine angeturnt haben, apropos, meine angeturnt haben, die Flasche können wir auch austrinken. In der Tat. Wir sind ja Profis. Dann ist ja auch nichts drin. Schaut mal bei uns im Shop vorbei. Ihr wisst ja wo. Ansonsten kommt ihr nach Frankfurt, kommt erst zu uns rüber ins Office. Ich mache ein kleines Aperitif. Dann geht ihr was Leckeres essen. Trinkt noch ein Aperitif. Trinkt noch ein Aperitif. Ich danke euch fürs Zuschauen. Dir danke ich. Wie sagt man so schön, vielen Dank für Speis und Trank. Ich danke, dass wir dabei sein durften. Ist mir immer ein inneres Blumenpflücken. Wir sehen uns demnächst wieder. Bleibt uns gewogen, bleibt hydriert vor allem.
trinkt was Gescheites, sprecht darüber und du besörst dich. Bis dahin, macht's gut.